So. Willkommen zurück zu meinem nächsten Teil. Let's Play Resident Evil 2. Natürlich im Livestream. Einen Moment. Da sind wir stehen geblieben. Ah ja, wir müssen in den Gang hineingehen. Ah, einen Moment, ich brauche einen Flaschenöffner. Wo ist mein Flaschenöffner? Einen Moment. Zack, passt. Schauen wir mal, was uns da jetzt erwartet. Natürlich die Zombie-Braut und ihr Freund. Na. So, hab's ein bisschen Geduld mit mir. Ich will jetzt den Raum einfach sauberst hinter mich bringen. Herr Gott, noch einmal. Ich will nicht. Ich würde es super machen. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Wir laufen da den Gang herunter. Bleiben kurz stehen. Speichern zwischen. Dann. Warum geht denn das jetzt nicht? Na. Lasst mich doch in Frieden, ihr Penner! Ach, das nervt schon wieder. Immer wenn's ruhig ist in. Danger! Bitte! Caution! So. Das können wir, glaube ich, zuerst nehmen. Ja, sehr gut. Ah, ein Verhörraum mit Spiegel, ne? Ja, natürlich nehmen Eagle Stone. Und schnell aus. Da muss ich jetzt in den Nebenraum rein, ist die Frage. Ach du meine Güte. Haha, nix. Jawohl, rotes Kreidel, das ist Weltklasse, Weltklasse. Speichern. Da kurz reinschauen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das. Ja genau, du bist natürlich du, mein lieber Freund. Instant Kill! Lass mich nur kurz mal was probieren. Gespeichert haben wir. Ich möchte nur wissen, was da so ist. Eigentlich Handgun Bullets, okay. Und sonst? Also für Handgun Bullets allein hol ich mir den. Hol ich mir nicht. Na, Handgun Bullets allein sind da noch drinnen. Probieren wir es einmal. Vielleicht schaffen wir es ohne, dass uns der trifft. Ha! Ach, ich kann ja nicht einmal. Na jetzt. Na. Also den anderen Schlag nehme ich in Kauf. Wenn jetzt nichts mehr passiert, dann. Ja, passt, okay, das ist gut genug für mich. Ist okay. Ein paar Kugeln. Boah. Da ist zu, ne? Eh klar, ne? Schau, jetzt stehen sie alle brav umeinander und da kann man super vorbeilaufen. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Ja, genau. Mach's gut. Noob. Bist du was zum Huhn eigentlich? Na, geil. Auf der anderen Seite von. Achso, na, falsch. Entschuldigung. So, ich trinke mal einen Schluck von meinem Bier.
sehr gut schmeckt es. Gut. Wir können jetzt da hingehen, sage ich jetzt mal. Das war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Dieser Weg war nicht umsonst. Einen Moment. Kombinieren das mit dem. Die Kord brauchen wir. Also, Kiste. Auf die Kiste. Stein brauchen wir nicht. Den brauchen wir lange nicht. Acid Rounds haben wir natürlich gefunden im Tresor, ne? Die Badass Acid Rounds. Das sind super. Der Bosskiller sind das nämlich. Ein Notfallskräutel. Also. Ah, Entschuldigung, ich habe natürlich das Wichtigste vergessen. The Fire Lighter. Wir laufen schon wieder angeschlagen herum. Das nervt. Das nächste grüne Kräutchen, Kräutel, was ich finde, wird natürlich wieder benutzt. So, okay. Dämlicher Gang mit Licker. Rechts vorbei, ne? Haben wir gesagt. Was natürlich nicht hinhaut. Super. Ja, genau. Drum, 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 drum. Und in den Briefing-Raum. Jetzt kommen keine Hände mehr, ne? Super ist das. Ich finde das lässig. Was ich noch nicht ganz herausgefunden habe, ist, wo ich den Schlüssel noch verwenden muss, ne? So. A fireplace. Sacrifice to the Hellfire. Fire! Du. Einfach nur Light. Und wir haben den zweiten Blutdiamanten gefunden. Sehr schön. Damit brauchen wir da nie mehr hingehen. Mach's gut, Raum. Was kommt jetzt? Einen Moment, überlege jetzt gerade, was der schnellste Weg ist. Ich glaube, das ist da. Ich muss zwar wieder an dem dämlichen Licker vorbei. Licker. Ja, ich könnte eigentlich Werbung fürs Bier machen. Resident Evil spielt sich nur. Nee. Vorbeilaufen an Lickern fällt mir nur deswegen so leicht, weil ich Buntigammer Bier trinke. Ich hab nicht einmal Gösser da. Buntigammer Bier aus Graz. Aus Graz Buntigam. Krieg jetzt Geld? ich glaub nicht, ne? Achso, den Fireleiter brauchen wir jetzt lange nicht mehr. Okay, vielleicht ist es auch nur der Leiter, ne? Leiter. Bud Light trinke ich nicht, denn ich bevorzuge Buntigammer. Ist Buntigammer eigentlich internationaler bekannt? Ich glaube, das einzige Bier, was aus Österreich irgendwo international ein bisschen bekannt ist, ist es Gösser, ne? Vielleicht in Bayern als Stiegl oder so, keine Ahnung. Werbung fürs Bier gemacht, check. Zombies. So. Kommen wir da vorbei, ne? Das schaut gut aus. Yeah. Ha. Ja, okay. Buntigammer kennt man natürlich anscheinend auch nicht in Deutschland. So, jetzt brauchen wir den zweiten Juwel und dann geht in der Mitte was auf bei der Frau. Nämlich ihr Busen.
So. Ich frag mich noch immer, wo ich den Schlüssel benutzen muss. Ich weiß schon wieder, ich hätte doch nicht diesen Weg gehen sollen. Aha. Mein einziger Zuschauer ist Berliner und der kennt nur 1000 Bier. Gut. Ja, woher soll man Buntigammer kennen? Ich glaube, das ist sowieso nur Steiermark weit verbreitet. Aber Gösser sollte, glaube ich, ein Begriff sein. So, jetzt setzen wir der Frau auf die Brust den Blutdiamanten. Tatagata. Und tataratatatata. Und da geht in der Mitte was auf. Die Busen vom Mann öffnen sich. Ein halber blauer Stein. Und was kann der blaue Stein? Blau leuchten. So. Hey, soll er da nicht jetzt ein Licker runterkommen? Da vom Dach an? Ach, das muss Szenario B sein, dann wahrscheinlich wieder. Es, irgendwie nervt es, dass der Twitch-Stream 30 Sekunden später ist. Ich reiße einen coolen Schmäh oder mache einen Witz und 30 Sekunden später steht hahaha in die Kommentare drinnen. Das ist irgendwie nicht befriedigend. Wo ist der Schlüssel zum Einsetzen? Ich glaube, ich muss da wegen den Darkroom zum Richtung Darkroom gehen. Und das nervt mich jetzt leider ein bisschen, weil das ist jetzt ein bisschen... Kennst du das Lied Der Weg war umsonst? Szenario. Komm ich da vorbei bei dem Zombie da? Ja, der startet in der Eck. In der Eck. Eck. In der Ecke. Tram, 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 tram. Komm da weiter. Was ist das jetzt für Soundbug? Und na. Oje, das wird schon wieder nix. Ich werde da umzingelt. Umzingelt. Ah, like a boss. Nicht schlecht. Like a boss. So, jetzt ist wieder dieser gute alte Raum da. Den wir nicht brauchen. Noch nicht. Ich hoffe, da sind jetzt noch keine Zombies drinnen. Weil ich gehe da eigentlich jetzt einen totalen blöden Weg, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber da wo ich hin muss, das ist am anderen Ende der Map. Ich habe das leider vergessen vorher, bevor ich den... Das hätte ich nicht machen sollen, wie ich da das Feuer angezündet habe. Also Speedrun wird es keiner mehr. Ich glaube für... Ihr nervt mich. Ihr nervt mich. Hitbox TV soll da ohne Lag funktionieren? Ohne Lag zwischen Livestream und zwischen Seher und zwischen Broadcaster und Zuseher? Ohne Lag? Ja. Lieber Dark Warrior, kannst du mir das nochmal zusammenschreiben, was ich da für Fraps-Alternative, die du da vorher genannt hast, da am Anfang von meinem Stream? Hab das schon wieder vergessen. Sechs, da kommt der Schlüssel rein, jawohl. Und wir lassen ihn wieder stecken, woher sie auch immer weiß, dass sie den nicht mehr braucht. Das könnte jetzt ein bisschen ein Problem werden, der Raum, der nächste. Yep.
dieser Raum wird zum Problem. Das heißt, wir werden unseren Granatlauncher nützen. 10 Sekunden ist jetzt der Lag, okay. Ich muss mir das, jetzt heißt DX-Story, okay. Einen Moment, ich muss mir das irgendwo notieren. DX-Story. Hoffentlich geht es besser mit dem Dolphin-Emulator zum Aufnehmen, weil sonst bin ich eigentlich mit dem Fraps recht zufrieden. Also, dass eine halbe Stunde Videos Full HD 60 GB auf meiner Festplatte verschlingen. So, die gute alte Shotgun, getarnt als Granatwerfer. Kommt jetzt zum Einsatz. Nein, ich habe leider keine Nvidia-Grafikkarte. Und deswegen muss ich leider auf Shadowplay verzichten. Was ein bisschen unfuckt. Aber ich habe eine sehr, sehr gute AMD-Grafikkarte. So, speichern. Los geht's. Komm, gut. Alle auf einen Haufen bitte stehen. 3, 2, 1. Boom! Einen haben wir noch. Headshot wird es. So. Ihr armen Seelen, die ich euch erlöse. Komm um die Ecken, da weiter. Ja, was soll ich machen? Ich hab halt nur Fraps momentan. Wo ist denn der? Achso, da. 1, 2, 3. Ach, da weiter. 4, 5, 6. 6 Schuss, wirklich? Aber er scheint... Ist der dort? Irgendwas zuckt am Boden. Kurz. Also wenn ich da jetzt drüber laufe, so. Ah, nicht einmal, er ist wirklich dort. Cool. Passt, sehr gut. Und, was haben wir? Plastiksprengstoff! Jetzt brauche ich nur mein Detonator und dann kann ich den Pfad zum Hubschrauber auf... aufsprengen. So höre ich mich beim Aufstehen an. Jawohl, einen Film! Film! So, das war's mit diesem Raum. Gehen wir ganz kurz schnell zurück. Legen wir wieder die Shotgun, getarnt als Raketenwerfer. Dark Warrior hat mich in Steam geaddet. Sehr gut, aber ich habe momentan nicht Steam laufen. Aber ich werde gerne deine Freundschaftsanfrage annehmen. Denn ich habe ohnehin keine Freunde. Nur der Haufen nackten Weiber, was bei mir im Keller gefesselt sind. Aber das ist ja jetzt was Österreichisches, das haben wir alle. Das war ein Scherz für die Aufnahme, das wäre wirklich ein Scherz. Und dass die NSA morgen bei mir auf der Türschwelle steht. So, wir können einen Film entwickeln. Film A. Eine Hand mit einem Auge. In einer roten Glasröhre. Code G. Human Body Experiment. 9.15. 15.24. Also ich glaube, das spielt alles 1998, das Spiel, wenn ich mich recht entsinne. Glaube ich zumindest. So. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Crank. This. Okay, das können wir auch ablegen. Plastik-Sprengstoff können wir auch zurücklegen.
Ich muss da jetzt mal einen Blick auf die Map schauen. Ich habe nämlich überhaupt wirklich keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Okay, da ist ein Raum. Was? Ach du meine Güte, ich habe keine Ahnung, momentan. Ah, ich weiß schon, wie ich mal hin muss. Wieder zurück zum Detonator. Zum Detonatorraum, genau. Ah, Wahnsinn. Mit so lang ist das auch nicht her, dass ich es einmal gespielt hätte, aber. Anscheinend lange genug, dass ich alles vergiss. Da müssen wir rein. Zum Will Smith. Und da kommt jetzt unser böse Musik und unser Cowboy-Gun einmal wirklich zum Tragen. Ne? Weil normale Zombies sind nicht so viel besser, aber das, was uns jetzt erwartet, das funktioniert schon besser. So. Jetzt kommen wir noch zuerst zu meinem. Er ist verschwunden! Oh mein Gott! H-Gun Bullets, yep. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsbad. Memo to Liam. Bla 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 bla. Das ist nicht mein Lieblingsbad. Aber irgendwo da in dem Raum herinnen steht nämlich das Datum. Oder doch? Nicht, weiß ich nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ist das da? Oder da? Da die Tafel? It's today's date, genau das habe ich gemeint. September 29. Michael's Festival. Michael's Day, ne? Also jeder, der Michael heißt, der weiß natürlich, dass er am 29. Dezember Namenstag hat, so wie ich. So, haben wir einen ordentlichen Safe einmal gemacht. Da liegt der Detonator, aber wir müssen an Will Smith vorbei. Oder so weiter. Also ich will nichts sagen, aber früher war das eine super Animation. Nein. Früher war das eine super Animation eigentlich. Das ist Wahnsinn, das hat so realistisch ausgeschaut vor über 16 Jahren oder so. Ich komm da nicht weg von ihm, gell? Wahnsinn. Komm ich da wirklich nicht weg? Komm ich da. Doch. Komm. Jawohl, sehr cool. So. 1, 2, 3, 4. Was? Die Musik ist aus? Der hat nur 5 Schüsse gebracht? Also von dem, also mit der normalen Handgun hat er ewig viel Munition verschlungen, sag ich jetzt einmal. So. Wir sind wieder auf dem richtigen Pfad. Wir haben den Detonator, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Tja, das war's in diesem coolen Raum. 29. September ist das. Ich soll das Spiel eigentlich erst in einem Monat spielen. Knapp. Okay, da auf mit dem Detonator, genau. Will you go up the ladder? Yes, I will. Die gleichen dummen, langsamen Zombies wie eh und je sind da herum. Zombies. Na. Zeitenweise fällt es einem nicht so leicht. Komm. Folge mir nach. Folge deinem Fressen.
40 Minuten haben wir noch bei dem Video. Dann werden wir es wohl mal aus dem Polizeigewehr rausgeschafft haben, sag ich jetzt einmal. So. Ich mag die Melodie so gern, weil sie immer irgendwas Tröstendes, Schönes hat. So, dann gehen wir den Raum aufsprengen, hätte ich gesagt, ne? Ne, ne, ne. Also so ein Xbox 360 Controller hat schon was beim PC dabei, ne? Man kann sich zurücklehnen und Sprengstoff zünden. Kabumm! Und schon tut sich ein neuer Gang auf. Jetzt wird's interessant. Oh, I'm terribly sorry. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Irons? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. That's the mayor's daughter. I was told to look after her. But I failed, miserably. Just look at her. She was a true... Ob meine Bräute im Keller auch so massakriert ausschaut? Na. Ich habe keine Bräute im Keller. She will soon putrefy and she will turn into a zombie within the hour, like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. And to think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. No longer. I'd really like to be alone now. Also, nein. Also, meinem... Das ist jetzt so cool. Er kann nämlich nur mal den einen Satz sagen. Please. I'd really like to be alone now. No, man. Please. Please. I'd really like to be alone now. Please. Please. I'd really like to be alone now. Ah, bueno. Please. I'd ja, like na. In meinem wunderbaren Twitch-Chat lässt jemand fragen, einer von meinen 100 Zuschauern nämlich, weiter, ob mein 360-Controller auch so ein Masakitas schaut. Na, auf den ersten Blick, nein, überhaupt nicht. Also, dem ist er wireless, ne? Keine Ahnung warum. Ich sitze da vor einem PC mit einem, mit einem Wired Headset, aber mit einem Wireless Controller, was natürlich wurscht, sinnlos ist, aber. Gehen wir in den Tigerraum. Stuffed Animal. Oh, diese Gänge, ich hasse sie. Ich belästige überhaupt keine Leute. Wait. Let me go. Gotcha. Easy, easy there. I'm not a zombie. You're safe now. Können wir ein super wireless Headset empfehlen? Leon, come in. I found the girl, and I've cleared the wreckage that was blocking the corridor. Got it. Yay! Wir haben das kleine Mädchen gefunden. My name's Claire. What's yours?
Cherry. Do you know where your parents are? Cherry. They both work at the Umbrella Chemical Plant. Umbrella. Near the city limits. The chemical plant? Then what are you doing here? My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. Too From dangerous? The look of things, I'd say she was probably right. But it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me! What was that? That's what I was telling you about! It's here! It's here! Sherry, wait! Also an dieser Stelle muss ich ja gestehen, damals, wie ich das erste Mal gespielt habe, ich habe Albträume. Ich habe wirklich Albträume gehabt. Da gibt es noch einen First Aid Spray, glaube ich. Albträume habe ich von dem Spiel gehabt, von dem Ding, was da jetzt immer dumm jagt. Das braucht man nicht. No. Furchtbare Albträume. Zumindest einmal. Secretary Tyree B. Bla 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 bla. Bla 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 bla, hört me. Bla 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 bla, day at a time. Exit. So, passt. Was wird uns jetzt erwarten? Nichts, ein leerer Gang oder erwacht der Tiger zum Leben? Nein. Chief? Chief? Chief Wiggum? Master Chief? Chief Justice? Wurscht, der dann den Herzschlüssel liegen gelassen. Der Herzschlüssel und sein Tagebuch. Bla 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 bla, true. Bla 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 bla, roots from. Bla 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 bla, gets out. Bla 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 bla, der. New. Also, noch kurz zurück. Pausiert euer YouTube-Video, falls ihr das lesen wollt. Und so weiter und so fort. Frozen Forever. Ich habe das alles schon einmal durchgelesen, keine Angst. Und wir haben den Ausgang gefunden vom Polizeirevier. Aber wir brauchen 3 Steine und wir haben erst einen und einen halben, glaube ich, ne? Das hat zum Regnen aufgehört, cool. Dafür ist überall nebelig draußen. So. Na, ich kann da eigentlich direkt runter rein, glaube ich, in den Keller. Kommt schon wieder das komische. Fährt da irgendwer mit so einem 1950er Auto um und um und hupt. Die haben den Hupen nicht früher auch so geklungen. Ich check diesen Sound nicht ab. Muss ich ganz ehrlich sagen. So ein bisschen. Ah, na genau. Du bist tot. So, ich glaube, da geht's jetzt in. Ja, sehr gut. In den Keller des Polizeireviers. Ja. Mass Effect, das stimmt natürlich. Mein Chat-Kamerad hat gerade geschrieben, die ganzen Bücher bei Mass Effect durchzulesen, ist natürlich auch recht anstrengend. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Na! Fuck!
Ich hab was vergessen. Wir brauchen da was leider. Das, was uns das Leben viel, 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 viel vereinfacht. Ich muss da leider. Das tut mir jetzt wirklich. Das tut mir jetzt wirklich leid. Ich muss da leider ganz kurz zurückgehen. Ach, da sieht man wieder mal, dass ich das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt habe. War nicht so lange her, ich weiß, aber trotzdem. Das ist nicht so leicht, dass man sich das alles denkt, merkt. Das ist nicht so leicht, dass man sich das alles merkt, wo etwas benötigt wird. Das heißt, wir gehen da ganz kurz zurück in den Safe Room und holen uns das Quart. Nein, nicht das Folterwerkzeug, das Quart. Naja, man kann jetzt eigentlich für Folterwerkzeug auch benutzen, ne? Das Folterwerkzeug. Und einen Moment. Ja, das ist natürlich Verschwendung, aber ich benutze das jetzt einfach einmal. Ich glaube, das kann ich ruhigen Gewissens machen. Wenn wir schon da sind. Passt. Mit dem Folterwerkzeug ausgerüstet. Nämlich Stromkabel. AKA, also known as Stromkabel. Können wir jetzt was machen, was uns das Leben massiv erleichtert da unten. Im Keller. Oder im Vorraum zum Keller. Der Vorraum zum Keller. Da gibt es hier so ein cooles Kapitel bei Aliens, also Alien Teil 2, glaube ich. Der Fahrstuhl zur Hölle heißt das Kapitel nämlich. Und das ist genau da, wo die ganzen Marines und die Ripley in das Dropship einsitzen und dann geht es nur mehr bergab und das ist so eine coole Sequenz, finde ich, in dem Film. Das ist sowieso einer von den besten Filmen aller Zeiten, Aliens. Also Alien Teil 2, ne? Der Vorraum zur Hölle. So, und was machen wir mit dem Cord, was wir da jetzt geholt haben, mit dem Kabel? Wir benutzen es. Use. Und schauen, fährt da die Rollern herunter und der ganze Bereich hier wird nicht von Hunden, Zombies und whatever. Okay, da gibt es wieder mal nichts. Das ist zugesperrt, ne? Klappki. Geschützt. Pre-Keller kann man natürlich auch sagen, ne? Ach, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse diesen. Ich werde wirklich kein Risiko eingehen. Ich werde das einmal dodgen. Okay, das hat einmal nicht hingehört. Ich werde einmal probieren vorbeilaufen, aber wenn es mir da nicht gelingt. Na. So, einmal noch. Na, funktioniert nicht, Hund, du musst sterben. Ich hasse es. Ich hasse diesen Gang. Ich hasse Hunde. Man kann so schwer ausweichen, wenn sie vorher direkt im Gang stehen. Und außerdem aushalten dann der sehr viel. Okay, du bist tot. Sie sind tot. Schau, wie arm. Da hat leider. Na! Ich hasse Hunde. Ich hasse sie. Ich glaube, jeden Speedrun, der darf jetzt einfach nur vorbeilaufen, aber. Aber ich bin da leider zu schlecht. So lohnt man richtig noch. Sitz, Platz, aus! So, links oder rechts, das war's jetzt noch nicht. Aber vor allem müssen wir mal da rein.
So. Wohnungsmitbewohner. Ein Leckerli! Für die Hunde, ja, aber Zombie-Hunde mögen keine Leckerlis. Reserve Power Control Panel. Das nächste Rätsel. Ach, wie ist das gegangen? Ab. Ab. Ich glaube, man kann es auch an Ab schalten, ne? Down. Und noch mal down. Falsch. Das ist das erste Mal, dass ich es falsch habe. Weil es nicht scharf ist. Ab. Ab. Down. Down. Na, schon wieder falsch. Na, richtig. Grün. Sehr cool. Das ist übrigens die Waffenkammer. Da gibt's wieder ein. Warte, da gibt's gar nichts zum Holen. Warte. Der Delay ist wirklich enorm. Ja, da kann ich aber nichts dafür. Das liegt an Twitch. Ah, da braucht man noch die Keycard, genau. Also wir müssen jetzt in den Raum. Ja, ich schätze mal, dass der Delay zwischen Aufzeichnung und Senden, glaube ich, so zwischen 10 und 30 Sekunden liegt. Kann aber nur sein, dass das bei 0815 Twitch-User ist. Sind da jetzt keine Hunde eigentlich? Nicht einmal. Jedenfalls da kommt man ins Gefängnis rein, da wo das rote Licht ist, aber da kommen wir nicht rein, weil wir nicht Leon sind. Denn Leon ist stark. Das haben wir erst im Szenario B. Leon ist aber auch nur stark mit einer Frau an seiner Seite. Das heißt, wir haben das Ganze jetzt dann nur für ein grünes Kräutel, aber das brauchen wir eh. Besser haben wir nicht brauchen, als nicht brauchen. Das Delay ist jetzt fast eine Minute? Ja, das ist halt. Da kann ich jetzt aber nichts dafür, ne? Ich könnte jetzt immer wieder aus dem Spiel aushupfen und chatten, weil das geht sicher ohne Delay. Aber das mache ich nicht. Denn das würde den Spielfluss stören. Ah, ein rotes Kräutel. Und wir hören schon wieder das verräterische Geräusch der Hunde. Lass die Hunde los! Combination. So, speichern. Und ums Leben laufen. Ja, es tut mir leid, dass der Delay fast eine Minute ist. Puh, was soll ich da machen, gell? Schaut es irgendwie, dass der Chat auch nicht eine Minute delayed ist, weil dann da sie zusammenpassen zu meinen Kommentaren, was ich mache zum Chat. Ich habe keine Ahnung, was wir da jetzt machen. Jedenfalls ist es einmal ein guter Safe Room. Combine. So, wir gehen da jetzt raus. Release the dogs. Ja. Lass die Hunde frei. Jerry! Sherry. Jerry. I'm looking everywhere for you. I was so worried. I was so worried. We've got to go now, honey, okay? If we stay here, that monster will find us. Let's go. No! No! I won't! I won't! What's the matter? What's the matter? Don't you trust me? Don't. In dem Tonfall. Not that, Claire. It's because of my daddy. He's over there. I heard him call my name.
Daddy must have been attacked by the monsters. I have to help him. Natürlich, liebes Kind. Du hilfst jetzt deinem Vater. Wait, Sherry. Don't go alone. Sherry! Sherry! Ich hasse es, als kleines Kind zum Spülen. Ich hasse es. Das Einzige, was man da tun kann, ist dodgen, wie man auf Englisch sagt, oder auf Deutsch ausweichen. Ausweichen. Und ausweichen. Los geht's. Good luck, have fun. Jawohl, ersten hätten wir. Kommt, lauf, 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 run, 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 run. Jawohl, geschafft. Ah, vielleicht ist das Delay jetzt auch nicht mehr so lang. Ich glaube, das Grenade Launcher. Ich glaube nicht, dass mein Kind den Grenade Launcher getarnt als Shotgun dem Kind geben kann. Na. Das Kind ist wertlos, aber im Szenario B hätten wir dann natürlich was anderes. Geh weiter. Na, falsch. Dich schieben wir an die Wand. Aber ich muss sagen, es ist echt erfrischend und auflockend, dass ich wenigstens einen Zuschauer bei meinem Twitch-Stream habe und der auch hin und wieder wirklich sich bemüht zu chatten, weil ich meine, mir persönlich war das natürlich zu blöd, irgendeinen zuschauen. Aber ich finde das sehr, sehr nett von dir. The MRI is reloaded. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass er immer 20, also jede Sekunde dabei ist beim Stream. Er wird circa 1000 andere Sachen auch erledigen, aber es scheint, wenn er sich ab und zu meldet im Chat. Ich mag das. Was mir ein bisschen ärgert ist, dass der Delay zwischen Chat und Ausstrahlung bis zu einer Minute dauert. Puh. Also ich glaube nicht, dass das bei ganzen StarCraft und Dota Streams auch so extrem verzögert ist. Das ist sicher nur bei meinem Billig-Stream-Account. So. The Amaris. Amaris Reloaded. AKA Dark Warrior. Wir haben da Foto im Inventory drinnen. Check. Ah. Also wenn wir jetzt bei CSI laden, was wir nicht sind, können wir dazu zoomen und enhancen und das Ganze entpixeln. Aber wir haben das Wichtigste gefunden, nämlich den Schlüssel. So. Aha. Da gebe ich sogar zu, dass ich, wenn ich nicht Multi-Monitor-Support hätte, dann hätte er schon wieder abgeschalten. Mich wundert das ja nicht. Ich darf mir selber eigentlich, glaube ich, auch nicht beim Streamen zuschauen. So ist das. Naja. Aber ich mache das nicht zum Livestreamen. Ich bin zwar froh, dass wenigstens einer zuschaut. Das ist super. Aber ich mache das hauptsächlich für meinen YouTube-Channel, weil mein Doom Raider Let's Play ist ja schon fertig geworden. Ganze 31 Teile und das dauert schön lang, ne? Alter, komm, du weiter, lauf, lauf! Jawohl. Aber ich finde das nett. Das motiviert ein bisschen sogar, wenn man einen Zuschauer hat. Yay! Claire! Are you there? Sherry, are you okay? Did you find your dad? Yes, I'm okay. Yes, I'm but okay. But I couldn't find him. But I did find something else for you. Here! And there is another one. Kommt der nächste Satz, warten. Here's another. Oh, here is another. Ach, der arme
Twitch-Zuseher muss arbeiten am Samstag. Oje, Mine. Sicher Homeoffice Claire, wahrscheinlich. I can't reach the ventilation hole anymore. Ja. Don't worry, I'll find another way. I can take care of myself. Wait, Sherry, come back. Sherry, Sherry. Sherry. Mary, Sherry. Yay! The precinct. Spricht man das precinct aus? Key. Grenade rounds. Yay. So, liebe Leute. Wir haben jetzt noch 10 Minuten für diesen Teil. Und ich glaube, ich habe wirklich nichts Besseres zu tun eigentlich. Dann will ich mir noch Bier holen nach 10 Minuten, einmal auf die Toilette gehen, weil ich muss schon sehr dringend das Klo. Und dann werden wir vielleicht noch die dritte Stunde heute spielen von dem Let's Play. Wir hauen noch mal die Grenade Rounds da rein. So, let me think. Wir müssen da hinten in den Raum rein, da brauchen wir einen Firelighter. Was brauchen wir noch, was brauchen wir noch? Ich glaube, wir nehmen sicherheitshalber die Granatwerfer mit. Keine festen. Aber Homeoffice sicher, oder? Schau, man kann da 10 Schuss einladen. Wie geil ist das denn? Auch schon wieder vergessen. Ne? Der Kunde ist König. So, da, up the ladder. Lass die Hunde frei. Release the hounds. Das können wir aber dodgen. Jawohl. Euch zu bekämpfen macht absolut überhaupt gar keinen Sinn. Wait a minute. Ah, jetzt kommen wir genau. Ja. Fuck. Nicht gut, nicht gut. Auf das habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht, dass da jetzt Licker drinnen sind. Okay. Nochmal da jetzt ganz, ganz cool rein. Rein. Speichern. Passt, den müssen wir dodgen. Ja, da. Dodge, vorbei. Sehr gut. Das wird jetzt auch ein bisschen schwierig werden, glaube ich. Entweder sind da Zombies oder. Ich hasse diesen Raum. Zum Teil hasse ich diesen Raum. Okay, yes. Und jetzt geht's los. Komm ich da raus, ohne an. Jawohl, man kann da raus laufen, ohne dass was passiert. Wie geil ist das denn? Super geil. Ja. Na. So, da können wir das jetzt benutzen, ne? Was ziemlich sinnlos ist jetzt eigentlich. Weil, das ist jetzt die Schatzkammer. Facecam werde ich keine haben. Ich habe nicht einmal eine Webcam nämlich. Warum hast du keine Webcam? Weil ich sie noch nie gebraucht habe. Also denn... Ich habe jetzt... Wie viel Follower habe ich jetzt da? 1, 2, 3 vielleicht? Oder... Und für die 3 Leute brauche ich keine Webcam. So, das ist jetzt der gute alte Kasten. There's a machine gun and a side pack inside.
With a side bag, I can carry more items. Will you equip it? No. Nah, ich will gar nix. Na. Ja, passt. Puh. Ich will natürlich nämlich gar nichts von den zwei Sachen ausrüsten, weil ich brauchte alle für Leon Szenario B, ne? Weil das Szenario ist um einiges schwerer und da brauche ich das Machine Gun und das Sideback, das brauche ich alles für Szenario B. Und wenn ich das jetzt ausrüste, dann habe ich das im Szenario B nicht mehr. So, wir haben jetzt noch gute 8 Minuten und ich muss schon so dringend aufs WC. Aber wenn man live streamt, dann geht es halt nicht anders, gell? Aber es ist einmal lustig, gell? So. Haha. Der springt um die Ecke. Geil. So, meine lieben Leute. Wir können jetzt ganz gechillt diesen Raum entlang gehen, weil uns da nichts behindert. Ah, komm jetzt. Jetzt kommt, glaube ich, der beste Raum. Der beste Raum. Natürlich, mit den nackten, pixeligen Weibern am Screen. Watchman's Diary, wetten? Yes. Bla 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 bla, don't understand. Bla 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 bla, place anyway. Bla 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 bla, disposal yard. Bla 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 bla, just rude. Bla 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 bla, talk about. Bla 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 bla, he's okay. Bla 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 bla, The Walking Dead. Season 5 kommt jetzt, glaube ich, raus, ne? Na, good myself lately. Exit. Jedenfalls steht da drinnen, bla bla bla, wir haben einen Ausgang gefunden, hinter dem Chief sein Dings, muss man die Steine einsetzen und so weiter. Unser Inventory ist jetzt voll. Was haben wir jetzt gekriegt? Acid Rounds. Die Best. Das Beste, was es gibt, ne? Der Bosskiller Acid Rounds. Ob das jetzt am Bier liegt, dass ich jetzt schon aufs Klo muss, das wage ich zu bezweifeln. Nein, das ist ganz sicher so. Aber so ist das. Ich muss da um. Ich habe, glaube ich, keinen Inventory Space frei. Das nervt ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich kann nicht einmal was kombinieren. Es tut mir leid, ich muss wieder rauf in den Safe Room. Eigentlich könnte man jetzt da direkt in den Raum für den Firelighter gehen, aber das Steinchen hat es wieder mal verschissen und kein mehr Platz mehr in der Inventar. Bla 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 bla. Ende der neuen Sprache. So. Ich muss schon so dringend aufs WC. 5 Minuten haben wir noch. Dann 10 Minuten Pause. Und dann wird das YouTube Teil 3 gedreht. Hier via Livestream. Weil das gute alte Fraps nicht mit dem Recorden zusammengekommen ist von diesem Emulator, den ich hier benutze, Dolphin. So, lass mich ganz kurz überlegen. Ja, ich glaube, die Pistolen brauche ich die Pistolen, die Handgun. Nein, ich glaube, das. Sicherheitshalber lassen wir die Munition da. 18 Schuss werden wir reichen. Leider kann ich mich nicht mehr erinnern, so genau. Aber ich muss sagen, ich bin da ziemlich gut für das, dass es ein blindes Let's Play ist.
War natürlich nur Scherz. Es ist kein blindes Let's Play. Es ist ein ganz normaler... Ein ganz normales Let's Play. Wir livestreamen. Ich gehe nicht 10 Minuten pissen, lieber Kommentator in meinem Chat. Ich gehe aufs WC, hole mir wahrscheinlich ein zweites Bier, gehe alles abchecken. Eigentlich soll er die mit dem Hund auch noch runtergehen, jetzt wo der Regen aufgehört hat, ne? Aber weil ich Gott sei Dank gut drauf bin beim Streamen und weil wir uns einen Moment, wo muss jetzt hin? Na, da, nicht da. Wieder zum Typen, der den Kopf nachdreht. Ich zeig euch jetzt einmal was gespeichert habe. Schatz, habst du das gesehen? Und jetzt gehst du über dem Sing. Schau, wie. Und jetzt. Natürlich, ne? Sein Penner. So geht man da vorbei. Grüß Gott. Auf Wiedersehen. Ja. Es ist, glaube ich, für alle angenehmer, da ich das Spiel schon ziemlich gut kann. Also schlecht bin ich nicht. Also dem helfen mir die Safe States. Vor allem im Emulator recht viel, ne? Weil da läuft man einfach einen Gang entlang, speichert, dodged. Dodgecoin. Cool Stepstone. Der ist wertlos, der Schlüssel. Wenn das gewusst hätte, hätte ich gar nicht aufgehen müssen, mein ganzes Inventar in die Kiste räumen, sondern... Sechs, deswegen habe ich das Gerät mit. So, komm her. Weil ich gehe dort nicht herumdodgen, wenn das Gerät da drin... Was war denn das jetzt für ein beschissener Schuss? Hin! Urlaus! Nein, das kann man da vergessen. Zuerst einmal Feuerchen machen, genau. Ich glaube, dich. Und dann dich. Yep, richtig. Das steht alles, glaube ich, da in dem Bild drinnen, wie man was anzünden muss. Natürlich verschlüsselt. Nope. Brauchen wir nicht. So. Und wir nehmen das Rad. Das Rad. Und den letzten Film. Das ist, glaube ich, der letzte Film, was man mit der Claire kriegen kann. So, passt. Ich gehe jetzt einmal Pause machen. Das heißt, wir speichern jetzt einmal. Das war's mit meinem Let's Play Resident Evil Teil 2. Auf meinem Livestream wird jetzt bald Teil 3 folgen in 10 Minuten Pause. Aber auf YouTube keine Ahnung, wie, in welchem Rhythmus ich das hochladen werde. Die Videos dauern allesamt circa eine Stunde. Ja, gut. Werden wir sehen. Irgendwann einmal. Passt. Wir machen Pause. Gespeichert haben wir. Und dann machen wir da Pause. Und einmal Stream beenden. 10 Minuten. Bis.